Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biodiversität. Wir sind bei der Vorlesung 41 angekommen und heute sprechen wir über die Nacktschwanzbeutelratten. Hatte ich letztens schon so ein bisschen angeteasert gehabt. Das ist eine weitere kleine Gattung, aber mit einer ganz spannenden Besonderheit. 2023 hat die eine neue Art bekommen. Es waren bis dato nur zwei Arten und ganz aktuell jetzt sind es drei. Wobei von der dritten nicht allzu viel bekannt ist, aber das ist halt auch mal ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass man da auch immer wieder neue Erkenntnisse erlangt. Und ja, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Das ist auch die letzte richtig kleine Gattung. Danach kommen wir zu welchen mit vielen, vielen Arten. Die Nacktschwanzbeutelratten, Metachirus, gehören zur Unterfamilie der eigentlichen Beutelratten, den Didelphinae. Sie kommt in Mittel- und Südamerika vor, beziehungsweise die Vertreter in Mittel- und Südamerika, aber auch nicht alle, das werden wir gleich sehen. Die IUCN stuft die Gattung als Least Concern, nicht gefährdet, ein. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 24,5 bis 28 cm. Die Schwanzlänge 33 bis 37 cm. Das Fell ist dicht und kurz, kann man hier auch ganz gut sehen, denke ich. Und der Schwanz ist nur an der Basis behaart, auch relativ gut zu erkennen. Die Fellfarbe ist an der Körperoberseite gelb, rot oder graubraun. Und an der Unterseite hellgrau. Wir merken es also relativ grau auf der Rückenseite, zur Seite ein bisschen heller und zum Bauch hin. Es heißt hellgrau, aber wie man sieht, das kann auch schon in weiß ausarten. Das Gesicht ist fast komplett schwarz behaart, bis auf einen grauen Fellfleck über den Augen, der in fälschlicher Weise den Spitznamen Vier-Augen-Beutelratten eingebracht hat, weil es halt so aussieht wie die zwei echten Augen plus die zwei hellen Flecken über den Augen. Oh, das sieht ja aus wie vier Augen. Sollte man aber nicht verwenden, den Begriff, weil es gibt tatsächlich auch noch die Gattung der Vier-Augen-Beutelratten und da besteht halt keine Verwandtschaft mit. Der Begriff ist zumindest im Deutschen natürlich, ist ein deutscher Name, sehr verwirrend, sollte man vermeiden zu verwenden. Weder Menschen noch Weibchen haben einen Beutel, ist auch so eine Besonderheit, viele haben ja einen Beutel. Das Gewicht kann bis zu 485 Gramm betragen. Höchstalter ist wie fast immer unbekannt. Und eine Körpergröße, natürlich inklusive Schwanz, bis zu 65 cm. Also auch schon größere Exemplare. Zur Taxonomie der Nacktschwanzbeutelratten, der Gattung Metachirus. Da haben wir die Nacktschwanzbeutelratte, also die eigentliche, dann im engeren Sinne Metachirus nudicaudatus. Dann die Art der Temnik-Nacktschwanzbeutelratte Metachirus myosuros und ganz neu dazu kommen Arithanais Nacktschwanzbeutelratte Metachirus arithanai. Das ist wie gesagt die, die erst 2023 beschrieben wurde. Die wurde von der Nacktschwanzbeutelratte, also Nudicaudatus, heraustransferiert als eigene Art. Wir fangen aber mit der häufigsten und allgemeinsten an, der Nacktschwanzbeutelratte im engeren Sinne, Metachirus nudicaudatus, gehört natürlich zur Gattung der Nacktschwanzbeutelratten, Metachirus. Sie kommt im nordöstlichen Südamerika, im östlichen Venezuela, in den drei Guayanas und im brasilianischen Bundesstaat Amapá und im Pará nördlich des Amazonas vor. Sie kommen zahlreich vor und sind daher als Least Concern nicht gefährdet eingestuft. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 24 bis 29,8 cm, bei einer Schwanzlänge von 30,2 bis 38 cm, also kann man so grob sagen 30% längerer Schwanz. Die Hinterfüße erreichen eine Länge von 4,1 bis 5,1 cm. Die Ohren erreichen eine Länge von 3,5 bis 4,1 cm, sind also vergleichsweise lang. Ist zum vorigen Vorlesung, Biodiversität 40 halt ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Die Vertreter dort hatten ja sehr kleine Ohren. Damit ist die Nacktschwanzbeutelratte etwas größer als die nahe verwandte Temnik-Nacktschwanzbeutelratte. Ist kein tolles Unterscheidungsmerkmal erst einmal, aber so ganz grob kann man sich vielleicht daran orientieren. Diese Folie, die jetzt kommt, ist identisch dann nochmal bei der Temnik-Nacktschwanzbeutelratte, weil es hat sich hier nicht gelohnt, die Merkmale einzeln aufzuzählen, weil sie sehr ähnlich sind, die beiden Arten, daher hier im Vergleich und daher auch bei beiden. Wir fangen einfach an. Ein eindeutigeres Unterscheidungsmerkmal ist der Schädelbau und der ist zugleich ein Geschlechtsdimorphismus, weil
Weibchen und Menschen halt in dem Punkt unterschiedlich sind. Im hohen Alter entwickeln Menschen einen zweigeteilten Scheitelkamm, Crista sagittalis. Das gilt für die gesamte Gattung. Hier dargestellt sieht man den Scheitelkamm sehr gut. Das ist aber natürlich eine ganz andere Art von Scheitelkamm. Das hier ist leider kein Schädel von der Nacktschwanzbeutelratte. Da habe ich nichts zu gefunden. Aber wichtig ist, dass man die zwei Arten daran unterscheiden kann. Denn bei den Nacktschwanzbeutelratten ist er über die gesamte Länge geteilt, während er bei der Temnik-Nacktschwanzbeutelratte hinten zusammenläuft. Das ist also ein anatomisch gutes Merkmal. Die Schnauze, das Rostrum also, ist bei der Nacktschwanzbeutelratte weniger kräftig entwickelt. Die Jochbeinbögen, hier in 9 dargestellt, Fachbegriff Osteogomaticum, sind bei der Nacktschwanzbeutelratte weniger abgerundet. Und die Weibchen haben keinen Beutel, aber 9 Zitzen. Haben allerdings alle in dieser Gattung, ist also innerhalb der Gattung für die verschiedenen Arten kein sinnvolles Abgrenzungsmerkmal. Ja, zu den Randgrößen. Höchstgewicht 480 Gramm, Höchstalter unbekannt, wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre. Und eine Körpergröße, Schwanz plus Körper natürlich, 0,68 Meter. Zur Lebensweise. Ja, die Nacktschwanzbeutelratten, die Art, wohlgemerkt, sind nachtaktive Allesfresser, die sich vornehmlich von kleineren Säugetieren, Insekten, Wirbellosen und Früchten ernähren. Sie sind einzelgängerisch, sind, wie schon gesagt, halt auch nachtaktiv und verbringen den Tag daher in Nestern, die sie aus Blättern und Zweigen auf Bäumen, unter Steinen oder in Baumhöhlen anlegen. Die Paarung erfolgt mehrmals im Jahr, wobei die Wurfgröße von 1 bis 9 Jungtieren reicht. Das bringt uns zur zweiten Art, der Temnik-Nacktschwanzbeutelratte Metachirus myosurus, die natürlich auch zur Gattung der Nacktschwanzbeutelratten Metachirus gehört. Sie kommt im südlichen Nicaragua über Kolumbien und das westliche und südliche Amazonasbecken bis ins südöstliche Brasilien sowie in Chiapas im Süden Mexiko vor. Und sie sind sehr zahlreich, hier gibt es sogar mal genaue Angaben, bis zu 600 Individuen pro Quadratkilometer. Das gilt für das Amazonasdelta, sage ich mal, für das Becken. In anderen Regionen, vor allem Mexiko, ist es halt deutlich weniger. Aber man sieht, 600 pro Quadratkilometer, das ist nicht gerade wenig. Und sind daher als Least Concern, also als nicht gefährdet, eingestuft. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 21,7 bis 28,5 cm bei einer Schwanzlänge von 25,6 bis 33,6 cm. Die Hinterfüße erreichen Länge von 4 bis 4,7 cm, sind also fast identisch wie die der Nacktschwanzbeutelratte an sich. Die Ohren erreichen eine Länge von 3 bis 3,9 cm. Und ja, wie wir schon gerade vor uns hatten, Nacktschwanzbeutelratte ist halt größer als die Temnik-Nacktschwanzbeutelratte. Ja, jetzt kommt halt nochmal die Folie, die gedoppelt ist, wie ich das schon vor uns angedeutet habe. Inhaltlich steht hier selber halt drauf, also dass bei der Nacktschwanzbeutelratte der Scheitelkamm über die ganze Länge geteilt ist, während bei der Temnik-Nacktschwanzbeutelratte der hinten zusammenläuft. Dass das Rostrum bei der Nacktschwanzbeutelratte weniger kräftig entwickelt ist und die Jochbeinbögen bei der Nacktschwanzbeutelratte weniger abgerundet sind als bei der Temnik-Nacktschwanzbeutelratte. Und wie gesagt, dass die Weibchen keinen Beutel, aber nur einen Zitzen haben, ist identisch. Mit 485 Gramm sind sie um bis zu 5 Gramm schwerer. Das kann allerdings auch einfach nur eine Rundungs- und Messungsdifferenz sein. Daran kann man keinen Unterschied festmachen. Höchstalter ist nicht bekannt. Und mit 62 cm geringfügig kleiner. Zur Lebensweise. Ja, ist halt ziemlich ähnlich. Wer jetzt gedacht, bei einer Gattung sollte ja auch möglichst viel einheitlich sein. Es sind nachtaktive Einzelgänger, die Waldregionen bis zu einer Höhe von 2100 Meter bewohnen, aber auch in Plantagen und nahe Menschen vorkommen. Es handelt sich um Omnivoren, also Allesfresser, die sich vornehmlich von kleinen Säugetieren, Insekten, Wirbellosen, Vögeln und Früchten ernähren. Und sie verbringen ebenfalls den Tag halt in Nestern, die sie aus Blättern und Zweigen auf Bäumen, unter Steinen oder in Baumhöhen anlegen. Zur Fortpflanzung gibt es ein bisschen mehr zu sagen. Die Paarung kann das ganze Jahr über erfolgen. Die Tragzeit beträgt 21 Tage und die Wurfgröße ist 4 bis 9 Jungtiere. Die Säugzeit, also
Die Dauer, wie lange gesäugt wird, beträgt 80 Tage. Und nach weiteren 50 Tagen verlassen die Jungtiere den Bau und werden selbstständig. Die Geschlechtsreife tritt mit einem Alter von 10 Monaten ein, was relativ spät ist für Beutelratten allgemein. Damit kommen wir zur ganz neu beschriebenen Art, über die es entsprechend auch ganz wenig Klarheit gibt, weil natürlich noch nicht viel drüber geschrieben werden konnte, 2023. Das ist jetzt halt ein Jahr alt, sage ich mal, ne? Und zwar die Aritanae, Nacktschwanzbeutelratte Metachirus aritanae, die natürlich auch zur Gattung der Nacktschwanzbeutelratten Metachirus gehört. Ja, ihren Namen hat sie Ehrenhaber nach Aritana Yavalapiti bekommen. Das ist ein 2020 verstorbener Kazike der Yavalapiti, also ein Anführer eines dort lebenden indigenen Volkes. Sie wurde erst 2023 beschrieben, hatte ich ja schon gesagt, und kommt zwischen dem Amazonas im Norden, dem Rio Xingu im Westen und dem Rio Tocantins im Osten vor. Wir haben jetzt hier Nordwest- und Ostgrenze. Die Südgrenze gibt es natürlich auch irgendwo, ist aber noch nicht bekannt. Und ebenfalls fehlt natürlich eine Gefährdungseinstufung. So schnell ist die EU-PAC dann natürlich auch nicht. Ganz neu beschrieben. Schwer zu sagen natürlich auch, wie viel es davon gibt. Wie gesagt, man muss da erstmal Erkenntnisse erlangen. Höchstwahrscheinlich erstmal Least Concern, es sei denn, sie ist wirklich sehr spezialisiert. Ist jetzt aber nicht hundertprozentig anzunehmen. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 24 bis 27,5 cm. Das Bild, was ich hier gewählt habe, ist nur ein Beispielbild. Es ist nicht sicher, dass das ein originales Bild von der Art ist. Problem, wie gesagt, die Art gehörte halt mal zur allgemeinen Art der Nacktschwanzbeutelratte, also wirklich im Artsinne. Und daher sind alle Bilder noch auf diese deklariert. Und man sieht halt bei ein paar Merkmalen, die wir gleich sehen werden, wie der Ohrfarbe, dass es nicht ganz passt. Durchaus möglich, dass das hier nur eine Nacktschwanzbeutelratte ist, die ein bisschen optisch ja aus der Art fällt. Aber es könnte halt auch um unsere Aritanae sein. So, die Schwanzlänge ist 27 bis 30,5 cm. Das Fell an den Seiten, Rücken und Kopf ist hellbraun mit eingesprenkelten goldgelben Haaren auf dem Rücken. Ja, das ist wirklich so geschrieben und ich lasse es auch so stehen. Oberhalb der Augen ist ein cremefarbener Fleck. Gut, das ist jetzt auch kein tolles Unterscheidungsmerkmal. Man denke an den Namen Vierauge. Das kommt ja daher und hat halt sehr hohe Ähnlichkeit, hilft nicht zur Abtrennung. Die Wangen sind ebenfalls cremefarben, die Ohren hingegen sind braun. Wie gesagt, hier im Bild würde ich sie als schwarz bezeichnen. Auf der Mitte der Kopfoberseite befindet sich ein schwarzer Strich, der sich bis zum Nacken fortzieht. Der Bauch ist cremefarben. Das Unterscheidungsmerkmal zu den anderen beiden Arten ist recht schwer zu erkennen, da es darin besteht, dass der Augenabstand größer und der Schädel höher und breiter ist. Das ist jetzt sehr allgemein gehalten. Was ist größerer Augenabstand? Wie viel höher und wie viel breiter ist der Schädel? Kann ich leider hier an der Stelle alles nicht sagen. Wie gesagt, wir sind hier noch am Anfang. Und es gibt halt nur, wenn man das mal recherchiert, vielleicht eine Handvoll Spezialisten auf der Welt, die sich ja dem Thema überhaupt gewidmet haben. Ich gehöre nicht dazu und kann es deswegen nicht mit Sicherheit sagen. Ich stelle es hier wirklich nur vor. Die Schwanzoberseite ist hell bis dunkelbraun und nur unregelmäßig beschuppt. Die Schwanzunterseite ist weißlich. Und die Weibchen haben keinen Beutel, aber nur in Zitzen, was passend zu den anderen Arten ist. Dafür wissen wir das Höchstgewicht, sie ist also noch kleiner mit 380 Gramm, Höchstalter unbekannt und eine Körperlänge bis 58 cm. Zur Lebensweise. Ja, wie erwartet, ist darüber nichts bekannt. Aber wie schon gesagt, bis 2022 zählte ja sie zur Art der Nacktschwanzbeutelratte, also Metachirus nudicaudatus. Und deswegen ist zu vermuten, dass die Lebensweise ähnlich ist. Also, dass sie wahrscheinlich nachtaktiv sind, dass es sich um Omnivoren, also Allesfresser handelt und dass sie den Tag in Nestern verbringen, die sie selbst aus Blättern und Zweigen auf Bäumen unter Steinen oder in Baumhöhlen angelegt haben und den Tag halt da verbringen. Und wahrscheinlich ist die Paarung ganzjährig und die Wurfgröße ist halt bis zu 9 Jungtiere. Wie viel die mindere ist, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Wie gesagt, das ist alles jetzt hier auf der Folie mehr oder weniger nur Vermutung ab Punkt 3.
Und deswegen lassen wir das mal so stehen. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich sag mal zu 90% mindestens zutreffen. Durchaus möglich, dass es hier kleine Abweichungen gibt, aber wenn sie groß unterschiedlich wäre, hätte man wahrscheinlich die Unterschiede bereits eher bemerkt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war spannend. Endlich mal auch ein bisschen, es war richtig was Aktuelles. Hey, 2023, das ist neu. Zumindest zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann werdet ihr natürlich sagen, ja, Moment, gibt doch mittlerweile viel mehr Erkenntnisse zu der Kleinen hier. Und da habt ihr natürlich komplett recht. Das wird höchstwahrscheinlich so sein, natürlich. Nur ist es natürlich jetzt zum aktuellen Standpunkt der Aufnahme zu betrachten. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle aber für eure Aufmerksamkeit. Würde mich über ein Like und ein Abo natürlich auch freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal weiter, wo wir dann ja die Gattungen mit deutlich mehr Arten anpacken. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.